Umfrage zum Jahresbeginn 2012. Frauen. Frauen verdienen im Durchschnitt immer noch weniger als ihre männlichen Arbeitskollegen auf gleicher Position. Wir haben Menschen gefragt, was 2012 getan werden muss, damit eine Chancengleichheit im Arbeitsleben erreicht wird. Ja, dass es Frauen genauso leicht gelingt, aufzusteigen, Karriere zu machen. Und dass sie natürlich genauso bezahlt werden müssen wie die Männer und nicht mit 20% hinter den Männern hinterherhinken. Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit empfinde ich als Selbstverständlichkeit. Aber natürlich schwierig, solange nicht offengelegt wird, wie viel die Männer verdienen, ist es ja sehr schwer durchzusetzen. Solange Geheimhaltung gepflegt wird über männliche Einkommen, weiß ich nicht genau, welche Waffen man da einsetzen kann. Also ich glaube, dass eine allgemeine Quote in die falsche Richtung führt. Weil die Frauen dann wieder auf diese Quotenfrau reduziert werden. Ich glaube, dass ein wichtiger Weg sein könnte, dass die Männer noch mehr emanzipiert werden und dass die Aufgaben, die ursprünglich der Frau zugeschrieben wurden, nun auch von den Männern teilweise erledigt werden können. Die Einführung der Frauenquote wäre sehr sinnvoll, damit das Thema angeschoben wird, damit die Politik muss da schon was tun, um das vorwärts zu bringen. Der SOVD setzt sich für sie ein und fordert gleichen Lohn für gleiche Arbeit und eine Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen.